herzlich willkommen bei Permakultur im Februar. Im Februar ist nicht so viel anders als im Januar bei mir. Ihr habt ja vielleicht im Januar-Video schon gesehen, dass ich fleißig mulche. Auch das mache ich jetzt im Februar immer noch die ganze Zeit. Ich habe super viele Kaninchen und Ställe, die ich ausmisten muss. Beziehungsweise ich hatte viele Kaninchen. Viele haben wir jetzt auch schon geschlachtet. Und da sind so viele Ställe, wo noch Mist drin ist. Das heißt, immer wenn das Wetter das mal zulässt, fahre ich im Moment Schubkarre. Und mein Garten, ihr seht ihn hinter mir, der ist inzwischen schon fast randvoll mit Mulchmaterial. Ich bin sehr froh darum, die Schicht wird immer dicker und die Regenwürmer haben ordentlich was zu futtern. Dazu, ihr seht, der Himmel ist grau. Wir haben einfach den ganzen Februar schon Regenwetter. Das heißt, ich kann sowieso nicht viel draußen machen. Immer wenn es mal trocken ist, wie heute, gehe ich raus und fahre ein paar Schubkarren oder mache irgendeine Kleinigkeit. Aber wirklich viel zu tun ist nicht. Meine Hühner laufen hier immer noch im Garten und das werden sie noch eine ganze Weile tun. Denn ich werde dieses Jahr die Hühner so lang wie geht in diesem Garten lassen. Denn die pecken jeden grünen Halm weg, der aus dem Boden kommt. Das heißt, die halten mir den Garten eigentlich im Moment unkrautfrei. Und in dem Moment, wo es dann schön warm ist und ich meine Pflanzen einsetzen will, die ich mir dann vielleicht beim Baumarkt hole oder vielleicht bei der Tafel ergattere. In der Tafel gibt es bei uns nämlich auch manchmal Pflanzen, die keiner will oder die in den Läden übrig sind oder die gespendet wurden. Tomatenpflanzen zum Beispiel oder Kohlpflanzen. Und diese Pflanzen, die werde ich dann im Frühling hier einpflanzen, denn ich habe kein Gewächshaus zum Vorziehen. Das hatte ich, glaube ich, im Januar-Video schon gesagt. Das heißt, ich werde entweder bestellen oder irgendwelche Pflanzen retten. Ansonsten warte ich einfach, bis es schön warm ist und die Pflanzen auch direkt in den Garten können. Bei mir gibt es kein Gewächshaus. Das hat Vor- und Nachteile. Es wäre natürlich schön, wenn ich eins hätte. Andererseits hätte ich dann auch wieder diese ganze Arbeit mit der Vorzucht. Eines Tages kommt das bestimmt, aber dieses Jahr noch nicht. Meine Hühner, die laufen hier gerade und die gucken gerade schon ganz gierig, ob irgendwo ein grüner Halm rauskommt. Die werden irgendwann in den nächsten Wochen nach hinten aufs Feld umziehen. Da haben die nämlich noch einen anderen Hühnerstall. Und da nehme ich euch dann auch mit, wenn der Hühnerumzug stattfindet. Ist meistens so im März, April bei mir. Wir werden mal schauen, wann es dieses Jahr ist. Heute möchte ich aber ein paar Zwiebeln einpflanzen. Die Zwiebeln müssten jetzt schon längst gesteckt werden. Es sind Wintersteckzwiebeln. Damit natürlich die Hühner die Zwiebeln nicht wieder ausgraben, habe ich heute hier ein ganz kleines Stückchen Land, ich schätze mal so 4 Quadratmeter, abgezäunt. Und in diesen 4 Quadratmetern werde ich heute Zwiebeln stecken. Und hier seht ihr, dass ich Käfige aufgestellt habe. Sieht ein bisschen aus wie auf einem Sperrmüllhaufen, aber die Käfige haben echt eine wichtige Bedeutung. Unter diesen Käfigen habe ich nämlich Brutzwiebeln vom Knoblauch in die Erde gesteckt. Und diese kleinen Brutzwiebeln, die haben jetzt schon gekeimt. Ich zeige euch das mal. Und diese grünen kleinen Spitzen, die gucken jetzt schon im Februar aus der Erde. Und ich freue mich schon riesig, dass ich bald frischen Knoblauch ernten kann. Das ist ja eins der ersten Sachen, die man ernten kann. Die kann man das ganze Jahr anpflanzen, das ganze Jahr ernten. Knoblauch ist einfach das Beste. Ihr könnt Zehen in die Erde stecken und ihr könnt Brutzwiebeln nehmen. Beides gibt später einen Knoblauch. Das eine dauert 2 Jahre, das andere nur 1. Und den Knoblauch kann man, der ist ja 2-jährig, kann man immer ernten. Man kann das Grün davon essen, man kann die Zehe essen, man kann die Brutzwiebel essen. Der Knoblauch ist komplett gesund. So, und heute geht es also an die Zwiebel. Ich werde jetzt Zwiebeln stecken in diesem kleinen Areal, was ich hier abgezäunt habe. Und ich hoffe, dass meine Hühner nicht über das Zäunchen hüpfen, was ich da gespannt habe. Und ja, ansonsten schaue ich mal, was ich noch alles in dem anderen Garten mache. Denn da wuchert gerade die Brombeere ganz schlimm. Und ich denke, ich werde in den nächsten Tagen auch mal mit der Astschere losziehen. Man soll ja echt aufpassen wegen der Igel. Die schlafen nämlich noch. Und deswegen soll man auch jetzt im Februar noch nicht die alten Haufen wegräumen, wo vielleicht Igel drunter sind. Da habe ich nämlich schon einen Haufen entdeckt, wo ein kleiner Igel drin schläft. Und deswegen lasse ich auch dieses ganze Mulchmaterial so lange wie geht liegen. Und erst, wenn ich dann die Pflanzen in die Erde stecke, dann erst räume ich das zur Seite. Und dann ist der Igel aber auch sowieso schon wach. So, los geht's an die Arbeit. Ich ziehe jetzt das Mulchmaterial in diesem kleinen Gehege zur Seite. Ihr seht es gleich im Zeitraffer. Und da, wo die Erde frei liegt, sehe ich dann auch die Wurzeln der Brennnessel und sehe ich dann auch die Wurzeln von, was ist denn das? Taubnessel, glaube ich? Beifuß? Ich habe hier eine Menge Unkräuter, Beikräuter oder wie auch immer man das nennen will. Und diese Wurzeln, die sind in der Erde und die muss ich natürlich alle rausziehen, denn sonst haben meine Zwiebeln keine Chance. Und wenn die Erde dann wurzelfrei ist, dann nehme ich so ein kleines Gerät. Moment, ich zeige es euch mal.
Das ist eine super Hilfe. Das ist so ein Saatgut-Ding. Damit macht man ein kleines Loch in die Erde und dann kommt da die Zwiebel rein. Super Hilfe, dieses Teil. Und es ist rot, damit ich es immer wieder finde in meinem Garten. Denn ich verliere es irgendwie immer wieder. Und dann taucht es irgendwie im Frühling zwischen dem ganzen Mulchmaterial wieder auf. Und ich habe es gerade gefunden. Und deswegen geht es jetzt an die Zwiebel. Viel Spaß beim Gucken. Bis gleich. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, ein Großteil von meinem gepachteten Land ist überschwemmt im Moment. Ich hätte niemals gedacht, dass hier in diesem Weiher, also ja, Teich, Weiher, keine Ahnung wie man das nennt, jemals wieder Wasser drin steht. 2018 war hier so eine krasse Dürre, dass ich ja damals schon gesagt habe, okay, ich muss meine Schafe abschaffen, hier wächst nichts mehr, hier war wirklich Steppe, Dürre, hier war nichts mehr. Und 2018 ist dieser Weiher auch ausgetrocknet. Ich wohne ja seit 2017 hier in diesem Dorf. Und das ist jetzt das erste Mal, dass es so krass viel regnet einen Winter lang, dass dieser Teich wieder voll ist. Ich finde es wundervoll. Und ich gucke gerade, ich habe hier irgendwo Wunderlauch ausgepflanzt. Bestimmt finde ich den gleich. Und bestimmt fühlt er sich jetzt hier pudelwohl, weil es ist so feucht, dass ich bestimmt dieses Jahr super gut Wunderlauch, Bärlauch ernten kann. Aber ansonsten ist dieses Land, ich zeig das mal, einfach nur verwildert. Überall Brombeeren. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mir echt wieder zwei Schafe anschaffen soll oder nicht. Weil wenn ich das schaffe, wenn es mir gelingt, dieses Land hier richtig einzuzäunen, was halt übelst viel Arbeit ist, dann könnte ich hier eigentlich auch einfach zwei Rasenmäherschafe hinstellen, die ich jetzt nicht züchte, sondern die einfach nur hier das Ganze kurz halten. Und dann wäre das hier einfach super schön, um einfach auch mal zu zelten. Ja, Lagerfeuerstelle gibt es ja eh schon. Und ich werde mich jetzt mal gleich dran machen. Mein Trampolin, da gibt es ja auch ein Video zu. Ich blende das mal eben ein. Trampolin, ich weiß gar nicht mal, wie hieß das Video? Chill-Out-Lounge-Trampolin. Ja, mein Trampolin sieht furchtbar aus. Ich werde jetzt mal diese ganzen alten Tücher abnehmen, die über Winter richtig vergammelt sind. Und werde das mal wieder ein bisschen hübsch machen hier. Und ansonsten, ich habe mich jetzt schon richtig dolle geratscht. Überall blutig an den Händen. Hatte jetzt auch keine Handschuhe dabei. Muss ich mir mal irgendwie zwei, drei Leute suchen, die mir bei so einem Arbeitseinsatz helfen. Und hier mal einfach ein bisschen die Brombeeren wegmachen. Weil ich muss ja hier irgendwo Zaun ziehen. Also zumindest auf dieser Seite hier, weil da ist noch zu. Offen meine ich. Und auf der anderen Seite ist schon ein Zaun gezogen. Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht. Und dann könnte ich tatsächlich hier zwei Schafe irgendwann hinstellen, die mir das ein bisschen kurz halten. Das ist natürlich ein Riesenland und richtig viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wann ich das schaffen soll. Gehört auch irgendwie zum Thema Garten.
Weil wenn man so eine Wildnis ein bisschen urbar machen will, da gehört schon viel Kraft zu, viel Arbeitseinsatz. Und Leute, ich habe ja so viele Sachen zu tun. Ich mache ja Musik, ich bin alleinerziehend, ich habe 2 Kinder. Das ist schon wirklich krass. So, ich muss also mal anfangen, Zaunpfähle zu suchen, gebraucht vielleicht, und Wildschutzzaun zu spannen. Das wird jetzt vielleicht in der nächsten Zeit auch mal losgehen. Ansonsten habe ich mir gebraucht über eBay Kleinanzeigen eine Badewanne, eine metallische Badewanne, gekauft. Die werde ich dieses Jahr hier in den Garten platzieren und dann auf dem Feuer Wasser heiß machen und draußen baden. Das habe ich geplant. In diesem Tümpel werde ich nicht baden, weil ich weiß, dass da allerhand Müll aus alten Zeiten drin liegt. Aber ich werde mir vielleicht hier einfach eine Badewanne installieren in den Garten und dann auf dem Feuer im Kessel Wasser heiß machen. Das wäre eine super geniale Idee. Also, ihr seht, mir mangelt es nicht an Ideen, nur ein bisschen an Arbeitskraft und Zeit. Aber ich lege jetzt mal los. Ich mache jetzt mal das Trampolin schick. Und da ist er. Der Wunderlauch. Den habe ich vor ein paar Jahren hier so ein paar so kleine Brutzwiebeln gepflanzt. Da ist er, der Wunderlauch. Der spitzt bereits im Februar aus dem Boden. Dieses Jahr recht spät, sonst immer schon ab dem 10. Februar. Das ist ein Bärlauch, aber ein schmaler, genau. Manche kennen ihn auch als russischer Bärlauch. Ich sage immer Wunderlauch, Allium obscurum auf Lateinisch. Einfach eine sehr, sehr leckere Pflanze. Muss ich gleich mal wegschnabulieren. Der Wunderlauch, der ist ganz gut für deinen Bauch. Früher habe ich immer Gedichte in den Videos aufgesagt. Mache ich gar nicht mehr. Fällt mir gerade auf. Sollte ich das mal wieder tun oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare. Soll ich wieder Gedichte aufsagen oder soll ich das lieber bleiben lassen? Ist das affig? Okay. Ja, das Projekt Badewanne, das werde ich wahrscheinlich auch erst im März weitermachen. Ich habe dann auf jeden Fall mir Hilfe vom lieben Nils geholt, meinem Nachbarn.
Der hat mir nämlich jetzt mit dem Freischneider geholfen, die Brombeeren wegzumachen, weil wie ihr vorhin gesehen habt, mit der Hand ist das einfach eine Sache, das würde unendlich lange dauern und kostet unendlich viel Kraft. Und mit dem Freischneider geht es dann doch etwas schneller. Ich habe dann immer die geschredderten Brombeerranken zusammengehackt und eigentlich in den großen Busch der Brombeeren reingeschmissen, weil was anderes kann man damit nicht machen. Sobald es irgendwo auf der Wiese liegt, keimt das Zeug wie blöd. Also ein 10 cm kleines Stück kann schon wieder austreiben und eine neue Brombeerranke bilden. Deswegen ist das eine Wahnsinns-Sisyphus-Arbeit. Ja, und ich plane jetzt auf jeden Fall da, wo ich jetzt gerade arbeite, dann demnächst einen Zaun zu ziehen. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch mindestens 2-3 Arbeitseinsätze weitermachen. Aber wie ihr sehen könnt, Zaunpfähle liegen hier schon. Es geht zumindest Schritt für Schritt weiter. Das Gelände einzuzäunen, das ist so ein Langzeitprojekt. Ein Lagerfeuer. Erst schwitzt man und dann kann man sich dran wärmen. So Leute, das war es jetzt mit Garten im Februar bei mir. Es war nicht viel Garten, ihr habt es gesehen, ich habe wirklich nicht viel gemacht diesen Monat, aber es kommt der März und hoffentlich ein bisschen mehr Sonnenschein, sodass ich ein bisschen mehr draußen sein kann als im Februar, wo ich ja auch übrigens im Urlaub war und deswegen auch eine Woche lang nichts gemacht habe. Ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall mit der Badewanne weitermachen. Die muss jetzt eingemauert werden, damit die natürlich ein bisschen hoch steht, damit ich da irgendwann schön Wasser reinmachen kann und mir auf dem Lagerfeuer dann heißes Wasser machen kann und drin baden kann, auch schon im März vielleicht, so richtig luxuriös im grünen Baden, das ist doch echt was Schönes. Ansonsten sind wir jetzt, ich zeig's mal, so weit gekommen. Wir werden die nächsten Tage auf jeden Fall noch weitermachen hier, aber ich weiß nicht, sind das 4 Quadratmeter so geschätzt? 6 Quadratmeter, ich weiß es nicht. Also wie viel das jetzt ist, kann ich schwer schätzen, aber wir haben auf jeden Fall Brombeeren beseitigt. Wir müssen bis zur Straße vor und dann werde ich Zäune ziehen hier, weil mein Traum ist immer noch, 2 Schafe hier hinzustellen, einfach nur um das Grün kurz zu halten. Ich sehe schon wieder den Mai vor mir, wo das alles wieder mannshoch steht hier und es muss einfach kurz gehalten werden, weil sonst können wir bald nicht mehr durch unseren Garten laufen. Das wuchert einfach nur zu und es ist einfach zu viel Land, um das von Hand zu machen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, dauernd mit dem Rasenmäher hier durchzufahren. Ja, wir machen das jetzt mit diesem Freischneider. Ja, ist auch nicht ökologisch, aber ich bin von Hand einfach nicht weitergekommen. Jo, so geht's jetzt weiter. Wir sehen uns im nächsten Gartenvideo im März dann wieder. Da zeige ich dann, was ich im März alles mache. Bleibt dran, bis zum nächsten Video. Ciao! Du wackelst doch schon. Yeah! Und wieder ein Brennholz.